Willkommen zurück zu meinem Let's Play Resident Evil 7. Ich bin's wieder, Eurobum36, und wir machen spannend hier weiter. Wir wissen, dass es dann gleich Spinnen kommen, die uns auf den Geist gehen, aber hey. Hast du es gedrückt oder nicht? Nein, hat er nicht. Okay, wo bin ich jetzt schon wieder? So. Antike Münze, okay. Stopp. Munition, Arzneispritze, okay. Halt, ich werde jetzt mal kurz wieder hier umrüsten. Alter. Kann ich dich erschießen? Muss ich hier eigentlich lang? Ah! Alter! Schreckt jemand anderen! Boah! Kann ich die nicht irgendwie ausschalten? Ah, super. Ach du Scheiße. Ach, heilige Mist. Oh jemine. Und wo starte ich jetzt neu? Geschütztürme. Wenn Sie mehrere Geschütztürme in einer Entfernung sehen, ist es vielleicht besser, sich nach einem sicheren Weg umzuschauen. Ach nee, danke. Wusste ich gar nicht. Aber danke für die Information. Ich will immer den Weg, der unsicher ist. Weiter oder was? Ja.
So. Oh, ein Schuss. Ernsthaft? Okay. Geht's eh nicht lang. Warum habe ich die gegen Gegner gemacht? Ich hätte auch abhauen können, egal. Wo geht's jetzt hier lang? Pistolenmunition. Gleich mal nachladen. Alter, what the fuck? Okay. Dieser Tunnel hier nervt langsam. Nein, du solltest... Meine Güte, was ist denn hier los? Ja. Wo lang? Das ist eine Tür. Was ist hier? Hi. Hallo. Nix. Okay. Und hier haben wir wieder diese komische Clownstür. Ich hab nix. Was ist das hier? Starke Arzneispritze. Erhält starke Arznei als die normale Arzneispritze. Stellt die Gesundheit vollständig wieder her. Oh nein. Also nicht benutzen. Gut. Wo bin ich jetzt schon wieder? Ich blicke hier bei dem Gebiet hier gleich nicht mehr durch. Scheinbar bin ich in dem Gebiet hier fertig, weil ich bin jetzt gleich wieder beim Speicherpunkt. Pistolenmunition. So. Die starke Arznei tue ich weg. Flintenmunition. Habe ich überhaupt eine Flinte? Warte mal. Ach, das zählt als Flintenmunition. Okay. Okay.
Gut, dann beende ich diesen Part jetzt schon früher, der ist ein bisschen kürzer, weil ich möchte im nächsten Raum dann erst in die Teil gehen, wo ich das Nachtsichtgerät brauche. Gut, wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Also bis dahin, ciao, ciao.